Liebe Freunde, ich wünsche euch von Herzen einen glücklichen, tollen Tag der deutschen Einheit. Und wir werden ihn ganz sicher bald unter wesentlich freieren, positiveren, Punkten, ich krieg's gerade so fliert, also Vorzeichen, werden ihn wesentlich freier und glücklicher feiern. Ich bin begeistert, dass ihr dabei wart. Der Tag der deutschen Einheit. Die Verhältnisse, unter denen Einheit stattfinden soll in einem deutschen Volk, die sind eigentlich gar nicht so wichtig für die Einheitsbegeisterten. Insofern ist der Versprecher des Kollegen Claudius Fabich im Einleitungsvideo einer, der muss einfach sein. Ja? Wir werden auf jeden Fall bald unter viel besseren, es wird geflüstert, Umständen. Er sagt, ja, mir wurde eben souffliert, Punkten, unter viel besseren Punkten leben können als Deutsche. Dazu fällt mir nur noch Brecht ein. Der Mensch wär so gern gut und gar nicht roh, doch die Verhältnisse, die sind nicht so. Verhältnisse in Deutschland, Marktwirtschaft, Konkurrenz, bla bla bla. Interessiert keinen Patrioten mit seiner Nationalmoral. Das Volk, als eine Art erweiterter Familie gedacht, ist immer ein Fehler. Egal, ob der Fehler von, ja, sagen wir ruhig, Faschisten oder Demokraten gemacht wird. Die Verhältnisse sind kapitalistisch. Und da ist mit Einheit nichts zu haben. Und da sind die Rufe nach Solidarität auch völlig logisch, weil es die Solidarität in einer Klassengesellschaft gar nicht geben kann. Mein Gruß zum 3. Oktober 2021.